Herzlich willkommen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bin Astrologin. Ich beherrsche die Kunst des Kartenlegens und ich habe meine mediale Fähigkeiten. Diese Aufnahme ist ein Beratungsvideo, die dritte Teil für Sun. Sun ist selbstverständlich nicht der richtige Name. Ich möchte aber diese Beratungsvideos anonym behandeln. Im ersten Teil war die astrologische Beratung, im zweiten Teil die Kartenlegen und jetzt im dritten Teil die mediale Beratung. Ich beschreibe kurz die Lebenssituation von Sun. Sie hat einen Partner und auch eine vertraute Freundin. Sie möchte Liebe, Harmonie und Frieden und sie hat das Gefühl, sie wird betrogen oder belogen und ihr Selbstwertgefühl sinkt und sie sucht ihren Lebensweg, ihre Aufgabe und möchte wissen, wie das weitergeht und hat etwas vor, mit ihrem Bruder zusammen investieren und das sind die Frage. Und das habe ich beantwortet astrologisch, das habe ich über die Karten beantwortet und jetzt befrage ich die Quelle. Ich weiß es nicht, was kommt über diese Botschaft. Ich kann das nur vermitteln. Es sind nicht meine eigenen Gedanken, sondern ich bekomme diese Botschaft und ich vermittle das. Also ich weiß wirklich nicht, was da kommt. Liebe Sun, ich hoffe, ich darf mir das erlauben, du zu sagen. Und wir beginnen die Beratung. Und ich betone noch einmal, ich weiß nicht, was für Botschaft ich bekomme, aber ich werde das so vermitteln. Und ich fange schon an. Es geht nicht schnell, sondern es geht ein bisschen langsam voran und ich bitte euch um Verständnis. Ich begrüße dich. In diesem Termin. Und ich beantworte deinen Fragen. Du sollst sehen. Und alles, was für dich schön ist, gibt dir Sicherheit und gehört zu dir. Das schenkt dir Leichtigkeit und Luft. Dann bekommst du eine Struktur in dein Leben. Und lebst deine Natur. Und es ist Glanz, ein schönes Gefühl. Und du strahlst es aus und du lachst. Und das sollst du nehmen.
Alles andere kränkt dich. Und absolut unnötig. Gehören nicht zu deiner Welt. Das ist ein falscher Weg, weil das zieht dich nach unten. Und da hast du jahrelange Erfahrungen und hast Informationen. Jetzt bekommst du das Wissen. Weil das ist alles zu viel für dich. Viel. Und du bist nicht fröhlich. Und du lernst, du brauchst dich dafür nicht entschuldigen. Sondern das Bearbeiten. Bring dich in Glanz mit Begeisterung, dann verschwindet dein Leid. Dann bist du sensibel. Und auch sehr offen. Nett. Immer nett zum anderen. Das ist die Waage. Und das, was du zeigst, gehört zu deiner Persönlichkeit, weil das deine Schule ist. Reduziere das, weil du bist ausgenommen. Oder bekommst einen Schlag. Und da brauchst du kein Verständnis zeigen. Du sollst dir sagen, in diesem Prozess, ich habe keine Lust auf Probleme. Dann machst du das sorgfältig. Das soll dein Denken sein. Deine Freundin sollst überprüfen. Das ist deine Aufgabe. Dein Partner hilft dir. Aber er sieht dich nicht richtig. Er liebt dich. Aber er schenkt dir kein Lachen. Er gibt dir keinen Raum.
Sei weise. Erkenne dich selbst. Und schenkst dir Wertschätzung und sag zu dir selbst, ich beherrsche mein Leben. Und ich werde lachen. Es kommt Farbe in mein Leben, weil das, was du vergessen hast. Stell dich selbst ins Licht. Weil das hilft dir. Das ist gut für dich. Zeig Rücken zu Menschen oder Gewohnheiten, wo dein Glück nehmen. Und bleib dort, wo die Liebe ist. Dann weißt du, du bist vernünftig. Das stärkt dein Selbst, das stärkt dich im Leben. Andere Menschen glänzen auch. Mach es mit Begeisterung. Wenn jemand dich ärgert, dann antworte, ich lasse dich jetzt alleine. Und dreh bitte um. Weil das dir hilft, mach dich größer. Nicht weinen, keinen Tränen, es klappt alles. Weil du das sorgfältig machst. Also richtig. Du hast dafür ein Gefühl. Deine Aufgabe ist,
Fernbleiben, wo du Themen hast. Abbrechen, weil die das stören. Das ist das ganze Geheimnis. Und es richtig sehen. Du brauchst dieses Blick. Und immer Rücken zeigen, wenn dich etwas stört. Was in dein Lebensweg kreuzt. Abschließen. So bleibst du immer in Kraft. Aber lass noch Zeit, weil du sollst jetzt erstmal umdenken und fühlen. Keine Angst, du bringst alles in Ordnung. Es geht alles nach Plan. Aber du sollst etwas hinter dir lassen. Weil das, was dir hilft, Rücken zeigen. Und nicht jedem vertrauen, sonst passiert Unfall. Und du verlierst den Luft, dein Atem. Fremdsprache ist schön für dich. Bücher. Hilft dir auch. Also lenk in diese Richtung deine Aufmerksamkeit. Du erkennst auch die Geheimnisse. Das hast du. Da kannst du auch etwas bewirken. Weil das ist dein Reichtum. Und nicht viele Menschen haben diese Quelle. Nimm das bitte ernst. Jetzt sollst du noch warten, weil du weinst noch und zitterst. Also bleib noch stehen. Weil du hast sehr viel Enttäuschungen erlebt. Du brauchst jetzt die Ruhe und dann kommt die Glanz. Weil das kommt. Das wartet auf dich. Das ist deine Reise.
Ihr habt vor, etwas zum Kaufen. Nicht gleich loslegen, sondern überlegen. Dann wird es dir gezeigt und du machst es fertig, weil du wirst handeln. Und setzt das in Bewegung. Aber eins schlafen, Zeit lassen, überlegen und dann anfangen. Hör auf deinen Gefühlen, kennenlerne das. Und das hilft dir, die richtige Moment spüren. Das kommt von Gefühl, das hilft dir. Und so lange warten, wenn du das Gefühl hast, jetzt ist alles in Ordnung, dann ist die richtige Zeit. Und du wirst es spüren. So ist es vernünftig und du erkennst deine Stärke. Dann hast du es geschafft. Hör auf deinen Gefühlen. Im Kopf bist du klar, hast du deine Fähigkeiten. Das hört nicht auf. Aber du hast mehr Glück im Leben, wenn du ruhig bist, wenn du deine Augen öffnest, wenn du anderen erkennst, hast weniger Tränen. Und auf deinen Gefühlen hören. Gedanken und Gefühlen ist ein Paar. Und so ist es schön. Auch bei Sehen wirkt es. Und es hilft. Schuldgefühl. Gehört auch zu deinen Geschichten. Es wurde dir beigebracht. Entferne es bitte, sonst hast du Themen. Lügen. Überkreuzt dein Lebensweg,
Also schließt es ab. Entfernet es. Das ist Spiel. Verwende da keine Zeit. Das brauchst du nicht. Hilft dir nicht, weil das zieht dich nach unten. Nicht warten, sondern sehen. Nicht zittern, sondern stehen. Werft das zurück, weil das ist unangenehm. Und antworte, ich glaube dir nicht. Und ich brauche diese Unterhaltung nicht. Dann wissen sie, was du meinst. Und du bist selbstsicher. Dann lerne auch Nein zu sagen. Und es klappt. So löst du deinen Problemen. Was auch deine Aufgabe ist. Dann wird dein Leben schön sein. Und geheimnisvoll. Und ich erwarte den inneren Reichtum, weil das ist deine Kraft. Und so ist alles in Ordnung. Und das ist deine Kunst. Das sind deine Schritte. Das sind deine Stärke. Noch ein Wort. Dein Geschäft, dein Projekt machst du richtig. Auch wenn andere das nicht so sehen. Es geht nicht verloren. Und du bist weise. Und das darfst du sein. Und deinen Tränen haben dein Selbst gestärkt. Aber jetzt schau nicht zurück, sondern lass es draußen. Lieb dich. Als Kind, so ist es richtig. Sei fröhlich.
dann hast du alles verstanden. Ich bedanke mich nochmal, San, für diese Anvertrauen und ich bedanke mich für das Zuhören. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.